Herzlich willkommen bei mir auf meinem Kanal. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben hier den Fat Beetle von Streicher Designs. Den habe ich mir jetzt mal geordert. Den bekommt ihr auch bei Benedet 3D. In ziemlich vielen Einzelteilen. Ja, da freue ich mich schon als jemand, der so gern bastelt, ne? Na dann, viel Spaß. Auf jeden Fall schauen wir uns mal die Teile an und dann wird er zusammengeklebt. Vor uns liegen alle Teile, die drin sind, quasi unser Fat Beetle selber. Dazu bekommt ihr die zwei Waffen, die ihr euch mit aussucht, wenn ihr halt die Variante wählt, welche Art, ob ihr gehend oder stehend nehmt. Dann eure vier Beine, sprich das ist ein Quad Mech und zwei, ja, Mandibel würde ich sagen, Mandipe, die dann auch zusammengebaut werden. Die Qualität selber ist wieder einmal frei, auch schöne Details, gut ausgearbeitet, auch sehr gut gedruckt. Hier habt ihr zum Beispiel perfekt, wo ihr die Beine befestigen müsst, die Einkerbung. Das passt dann auch, wenn ihr das richtige Teil erwischt, geht es dann auch rein. Also hier ist er natürlich falsch, also perfekt gemacht dann nachher für den Zusammenbau. Das hier ist euer Waffenpaar, auch da wieder die Qualität sehr gut. Die Beine selber sind auch sehr gut, auch von den Details. Und wie gesagt, hier seht ihr dann genau diese Einkerbung, die genau passend ist für den Fat Beetle, um auch da die Beine richtig zu platzieren. Vor allen Dingen immer schön aufpassen, ihr habt Vorder- und Hinterbeine. Das ist ja halt der Quad Mech. Zu guter Letzt gibt es noch die zwei kleinen Klauen oder Mandipe, die dann noch mit angebracht werden. Auch da nicht schlecht. Alles klar, da bin ich jetzt mit dem Fat Beetle wieder zurück. Der Zusammenbau war wirklich ganz easy. Vor allen Dingen auch mit den Beinen. Dadurch, dass ihr ja hier die Aussparungen hattet, die auch passend sind, dann passt es. Es ging ganz gut. Kann ja auch so nicht irgendwie feststellen, dass ich hier noch ein paar Qualitätsmängel übersehen hätte. Also wie gesagt, leicht zusammenzubauen passt. Was natürlich nicht passt, ist die dazugehörige Base. Ihr könnt ihn zwar vielleicht so draufkleben, dann hängen die Beine in der Luft quasi, aber ist das Sinn und Zweck von diesem Fat Beetle eher nicht. Ich werde mir vielleicht eine Rundbase drunter machen oder ich lasse den so, wie der ist und mache dann quasi, wenn ich spiele. Ihr kennt ja noch diese Klebeknete von Uhu, dass ich da das irgendwie fixiere oder mir da irgendwie was einfallen lasse mit Magnetisierung. Aber dann sind halt wieder die unteren Details weg. Ja, da bin ich mir noch nicht ganz schlüssig. Vielleicht mache ich dann doch eine große, durchsichtige Base. Also das werdet ihr dann sehen, wie ich es dann hinbekomme. Ja, was kostet der ganze Spaß? 12 Euro kostet er euch bei Benedet 3D. Lohnt sich die Investition für den Sammler und Spieler dann sowieso. Aber gut, also ja, ich finde ihn cool. Also der hat irgendwas. Irgendwas hat er. Tja, zu guter Letzt sage ich noch schnell Dankeschön, dass ihr hier gewesen seid. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, bleibt gesund. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder auf diesem Kanal. Ciao, ciao, bye bye, sagt euer Ulrich. Macht's gut, Leute.